Gegen Ende des Jahres gibt es jeweils Ehrungen für tolle sportliche Leistungen, die das Jahr über erbracht wurden. So auch beim ASKÖ, wo die Sportler des Bezirks Baden am vergangenen Freitag geehrt wurden. Im Zuge der vierten Quartalssitzung des ASKÖ-Bezirks Baden fand auch heuer wieder die Ehrung verdienter Sportlerinnen und Sportler aus den verschiedenen Vereinen des ASKÖ-Bezirksverbandes statt. In Anwesenheit sportlicher und politischer Prominenz wurde die Veranstaltung in feierlichem Rahmen in Teesdorf durchgeführt. Grußworte sprachen Vizebürgermeister und dritter Landtagspräsident Franz Garten aus Dreiskirchen sowie Teesdorfs Bürgermeister Hans Trink. Die Festrede hielt ASKÖ-Landespräsident Robert Worak. Es soll einen Tag geben, so am Jahresende, wo wir die Sportlerinnen und Sportler des Breitensports, aber auch des Spitzensports vor den Vorhang bitten und sie präsentieren und sagen, was für Leistungen auf der sportlichen Ebene im Bezirk Baden seitens des ASKÖ vollbracht wird. Geehrt wurden bestplatzierte Welt- und Europameister, österreichische Staats-, Bundes- und Schülermeister sowie niederösterreichische und ASKÖ-niederösterreichische Landesmeister. Insgesamt waren es heuer 57 Sportpersönlichkeiten aus 8 Vereinen, die vor den Vorhang gebeten wurden. Jasmin Gärtner führte gekonnt durch das sportliche Programm, denn der Soft- und Baseballverein Grasshoppers aus Dreiskirchen sowie die Volleycats ebenfalls aus Dreiskirchen führten schwungvoll ihre Sportarten vor.